Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Wildtierwahnsinn, oder genauer gesagt hier um den Beobachter, welcher sich im Gebiet August befindet bei etwa 51-41, aber hier im zweiten Abschnitt die Antorische Ödnis. Und ja, das Tier, um die Gegend zu besiegen, sieht wie folgt aus. Wir nehmen hier eine ausgedörrte Echse mit schneller Angriff, die anderen zwei Attacken brauchen wir nicht. An dieser Stelle kann man jedes Pet mit dieser Attacke nehmen. Also da gibt es zum Glück einige, also diese jetzt hier nicht, aber hier eben junge, ich sehe halt einfach diese Art und Weise von diesen Pets, die mit roten Jungs kann man auch nehmen. Da ist sogar sehr praktisch wegen den Kraftwerten, denke ich mal, falls man hier so ein etwas stärkeres Pet hat. Hier würde ich einfach empfehlen, das stärkste zu nehmen, damit ihr halt einfach mehr Schaden raushauen könnt. Ich habe jetzt halt hier das schwächste genommen, damit ich euch zeigen kann, es geht auch mit so einem schwachen Pet. Aber eben, wie gesagt, am besten das stärkste nehmen, das man hat, und dann sollte der Kampf eigentlich keine Probleme darstellen. Dann ein Zandalari-Pet mit den Attacken Jagd, Rudel, Sprung und Schwarze Klaue. Hier ist ebenfalls das Tempo egal. Ich habe jetzt halt einfach hier den Ninja genommen, damit ich euch zeigen kann, wegen den Kraftwerten, dass das auch so geht mit dem schwächsten Pet sozusagen. Am besten nehmt ihr hier ebenfalls das stärkste Pet von den Kraftwerten her, und dann sollte eigentlich der Kampf mit diesen zwei Pets besiegt werden können. Falls es nicht der Fall wäre, müsste man halt einfach noch brüchiges Netz einsetzen und Spinglingsschwarm beim dritten Pet, und zwar mit einer Spinne. Aber eben, wie gesagt, normalerweise sollten die ersten zwei Pets den Gegner besiegen können, außer der Gegner würde euch wegcritten, da würde es teilweise sehr nervig sein, da muss man teilweise sogar den Kampf neu beginnen. Aber ich denke mal eben, die einen Attacken hauen richtig rein, also da kann es wirklich sein, dass man einfach zu früh stirbt, wenn halt ein Crit durchgeht, aber das ist meistens ja der Fall bei diesen legendären Pets. Und ja, da beginnen wir gleich mal den Kampf, und hier ist relativ einfach gesagt, schneller Angriff, was ich ja vorhin erwähnt habe, und dann kommt halt einfach ja relativ viel Schaden raus, also da geht ein 4300 Schaden durch, also das kann man eigentlich nicht umgehen, außer man würde halt irgendwie abtauchen oder nicht, aber das Problem ist halt einfach das Tempo des Gegners, das ist mit 413 relativ hoch gegenüber meinen anderen Pets, die ich irgendwie habe. Also es gibt kaum ein Pet, das irgendwie schneller ist, außer halt wenn man Flugpads einsetzt, aber eben das ist meistens jetzt an dieser Stelle halt eben nicht der Fall, deshalb muss man das sozusagen opfern. Dann kommt hier das Zandalari-Pet, und hier natürlich wieder ja normaler Ablauf bei diesen Zandalari-Pets: zuerst einmal Schwarze Klaue einsetzen, das Pet hier muss sich erholen, weil diese zwei Runden Erholphase haben, also diese Attacke an Teuerungskanone, und danach halt einfach den Jagdrudel. Das ist eigentlich der normale Ablauf. Zandalari-Pet überlebt etwa somit hier 50%, Beobachter hat so etwa 600. Also ist eben unterschiedlich, ob man jetzt halt einfach ein kräftigeres Pet hat oder nicht. Und jetzt setzt man den Sprung ein. Diese Attacke sollte eigentlich uns noch nicht töten. Und an dieser Stelle habe ich jetzt ein Crit rausgehauen. Aber ihr seht, Schadensverringerung, ich hätte sowieso nicht mehr Schaden anrichten können. Das ist eigentlich 630. Macht man sowieso, weil der Zandalari-Pet jetzt in diesem Breed hier kann nicht mehr Schaden anrichten normalerweise. Also das 630 ist wirklich das Maximum, das halt hier dieses Zandalari-Pet ausführen kann, diesen Schaden. Und dann bleibt hier Beobachter mit relativ wenig Leben übrig. Und ihr seht hier das Tempo 597, das ist natürlich wegen dem Sprung. Deshalb habe ich gesagt, wegen dem Tempo, dass es grundsätzlich egal ist. Also sollte eigentlich jeder Breed beim Zandalari-Pet halt schneller werden als der Beobachter. Und an dieser Stelle kann man nochmals den Sprung einsetzen, und dann sollte der Gegner eigentlich tot sein. Falls nicht der Fall wäre, falls vielleicht zu früh gestorben wäre, irgendwie mit der Attacke vorhin. Aber es sollte eigentlich nicht passieren. Das Gute ist halt einfach, dass der Beobachter danach sowieso ein paar Runden Cooldown hat auf allen Attacken. Und dann könnte man eben mit der Spinne halt den Rest erledigen. Hier eben mit brüchigem Netz und Spinglingsschwarm. Das macht schon recht guten Schaden. Weil normalerweise sollte auch noch die schwarze Klaue drauf sein. Teilweise. Also es ist immer ein wenig unterschiedlich, ob man früher stirbt oder nicht. Aber eben normalerweise sollte eigentlich der Gegner mit den ersten zwei Pets besiegt werden können. Ja, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diese Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!